Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, wir haben letztes Mal Ländereien dazu bekommen, und zwar die Bourgogne und die Charolais. Diese zwei Länder wurden von Österreich abgegeben, weil sie wahrscheinlich irgendwie in einem Krieg unterlegen sind. Ich lasse mal weiterlaufen. Wir haben hier in diesem Limousin Ritter aufgegeben, dass die produziert werden. Okay, das ist egal. Dauphin. Ja, wir müssen gucken, dass wir weiterkommen irgendwie. Aber wie ist denn die nächste Frage? Mal gucken, ob wir überhaupt finanziell können wir uns gar nichts. Doch, hier können wir uns was leisten. Sollten wir vielleicht auch tun. Ja, machen wir da mal noch dazu. So, wir uns irgendwo wehren können noch, aber das wird nicht viel sein. Hier unten haben wir noch zwei Ländereien, die besetzt sind. Unsere Moral ist natürlich super schlecht schon. Aber wir müssen auch gucken, dass wir irgendwas hinkriegen, ne? So. Hier ist ja relativ schlecht. Die Legitimität ist unten. Das Prestige ist unten. Stabilität geht noch. Wir haben 16.000 Mann, die wir noch an die Waffen holen könnten, aber... naja. So, die schwarzen Ritter sind da. Ziehen wir unsere Truppen mal zusammen. Und dann vereinen wir die. Mal gucken, einen Anführer haben wir ja auch. Der ist zwar nicht der prickelnde, aber besser wie gar nichts. Mhm, wir haben einen Agenten entdeckt. Okay. So, dann sollten wir mal schauen, ob wir nochmal nachlegen können. Da sind wir hier natürlich falsch. Müssen wir hier machen. Das können wir uns nicht leisten. Das ist auch nicht nur das, können wir uns leisten. Ein bedeutender Mann ist schon wieder gestorben. Hier geht's am schnellsten. Ich glaube, wir schicken die mal darüber, oder? Ja. Gut, das sieht einigermaßen aus. Können natürlich nicht ganz viel machen hier, ist klar. Den Pendel da den Tilgen. Wie sieht es damit aus? 45. Müssen wir zurückzahlen in 2 Jahren. Okay. Gehen wir dann wahrscheinlich auch mal hin, ne? Und können wir schon noch eine Truppe ausheben? Nein, da brauchen wir 10 Taler für. Gut, dann nochmal hier reingeguckt. Ja, da brauchen wir jetzt nichts machen, denke ich. Okay, ist okay. Das ist auch laufend. Nehmt die Gegenreform an. Weiß ich jetzt auch nicht. Wir müssen erstmal gucken, dass wir so weiterkommen. Verringern. Brauchen wir nicht. Das ist alle nix. Ja. Wir müssen gucken, dass wir jetzt haben wir wieder Geld. Dann sollten wir wieder eine Truppe ausheben. Und die drei können wir vereinen. So, dann haben wir schon 4.000 Mann gleich an der Waffen. Was ist da los? Dauphin hat uns den Krieg erklärt. Na super. Machen wir da. Ist doch hier, ne? Ja. Toulouse gibt ein Friedensangebot. Wir sollen diese zwei Ländereien an die abtreten. Nee, akzeptiere ich nicht. So, jetzt haben wir das Problem, Dauphin ist hier. Und die könnten uns angreifen, ne? Da sind sie auch schon.
Geld verlieren, da auch. Erinnert mich bloß nicht an meinen Großvater. Lokale Unruhen steigen dann. Machen wir das doch. Ja, super, da kommen wir dann zu spät, um das wegzuziehen. Hat ja gut geklappt, damit sind wir unsere Truppen auch gleich wieder los, ne? Wollen wir uns keine Gedanken machen. Ja, schade. Niederlage können wir eingestehen. Truppen ziehen weg. Die gehen in nach Île-de-France. Super. Da kommt wieder ein Friedensangebot von Toulouse. Nee, warum sollten wir es annehmen? Ja, die werden jetzt wieder aufgefüllt. Tja. Nee, das war verkehrt, das ist richtig. Müssen wir die Truppen noch stärken. Können wir hier noch was machen? Uns will jetzt gerade auch keiner im Bündnis, einfach aus dem Grund, weil wir im Krieg sind. Okay, da sind wir jetzt protestantisch. Tja. Nationale Entscheidung, ne? Anspruch auf Provence verloren. Kriegsgrund verloren. Und da ist ein bedeutender Mann wieder gestorben. Das lehnen wir ab. Irgendwann wird das wohl dann von alleine gehen, ne? Die können wir ein. Magde Pellefort ist unser Mann. Der ist aber total schlecht. Orléans hat uns den Krieg erklärt. Das hört sich doch gut an, oder? Müssen wir mal gerade schnellstens noch zusehen, aber es klappt glaube ich nicht, ne? Ja, fehlt uns eine Dukate gerade. Lehnen wir nochmal ab. Und wir müssen noch zusehen, dass wir jetzt hier noch schnell Truppen nachziehen. Dass wir wenigstens noch eine mehr kriegen. Bevor die kommen. Ja, das braucht natürlich seine Zeit. Wahrscheinlich greifen die uns jetzt gleich an und wir sind wieder mal verloren. Hier 1000 Infanteristen, 1000 Kavalleristen. Und dann marschieren sie los und wir kommen mit 5 Leuten jetzt zu spät, ne? Ja, und da geht's auch ganz schnell runter mit uns. Na super. Wir akzeptieren das jetzt mal. Was haben wir hier? Nö. Ja,
Ja, das sehe ich, dass die. Ja, super. Die Schlacht ist geschlagen. Die Ereignisse sind auch durch. Und das ist jetzt auch gleich vorbei. Ja, Orleans hat uns da geholt. Jetzt gibt es hier auch noch einen drauf. Und dann war es das. Okay. Lassen wir sie alle durchmarschieren, ist ja alles okay. Und das lehnen wir ab. So. Was haben wir da? Nee, machen wir natürlich nicht. Ja, schwierig. Das lehnen wir ab, ist klar. Ja, wir können momentan gar nichts machen. Tja. Und das nächste Angebot, die wollen uns komplett haben. Ja. Lassen wir mal schneller laufen. Ablehnen. Ich weiß gar nicht, wie oft man ablehnen kann. Okay. Ja, das war jetzt verkehrt. Gucken, was passiert. Keine Mission ausgewählt. Dann machen wir das doch mal. Na, was ist das denn jetzt schon wieder? Ideengruppe auch frei. Bringt uns aber nicht mehr irgendwie so viel. Ja, ablehnen, ablehnen, ablehnen und es passiert nichts. Entschuldigung. Hohe Kriegsmüdigkeit. Ja, wir können das immer ablehnen, aber es passiert nichts. Auch interessant, ne, oder? Ja, man kann das 100 Mal ablehnen, oder wie sehe ich das? Hm.
Und hier, was kann man jetzt machen? Machen wir mal da eine Pause rein. Tja, Spionageideen. Seemacht ist unwichtig. Quantitätsideen, Qualitätsideen wären interessanter. Offensivideen. Nehmen wir die doch mal, oder? Oder ist schon so weit fortgeschritten? Krass. So. Nächstes Angebot. Ja, ich weiß nicht, wie lange man ablehnen kann. Das wüsste ich ja auch noch gerne, ne? Keine Ahnung, was wir da noch jetzt... Okay. Das können wir auf jeden Fall annehmen, ne? Aber haben wir das angenommen? Da kommt wieder so ein Angebot. Ne, will ich nicht. Stellt sich nur die Frage, wann geht das von alleine? Testen wir das aus, oder? Immer wieder kommen sie. Immer das Gleiche. Ich nehme das Prestige. Das lehnen wir ab. Jahre des Friedens liegen hinter uns. Und es passiert nichts. Interessant, dass das kein Ende findet. Okay. Wir können das immer ablehnen, immer ablehnen. Und es passiert nichts anderes. Das ist eine komische Sache in dem Spiel, oder? Irgendwann wäre man doch durch, oder? Okay. Stabilitätszuwachs. Jetzt ist was passiert, oder was? Warte, speichern. Ja, die Engländer sind jetzt gerade hier unten besetzt. Da geht noch nix. Das lehnen wir wie immer ab. Ah, jetzt kommt der Stabilitätseinbruch dann immer mehr. Und wieder ein Angebot und wieder ein Angebot und noch ein Angebot. Okay.
Gut, Religionskrieg in Frankreich. Ich nehme mal die Protestanten. Aha, 7 Religiöse nehmen sich in Bourbon. Gut, dann haben wir doch mal was, was gegen den Feind kämpft, oder? So. Okay, wir werden demnächst pleite sein. Weil wir keine Einnahmen mehr haben. Oh, jetzt haben wir es akzeptiert. Shit, jetzt haben wir den falschen Knopf gedrückt. Aber da sind wir trotzdem, glaube ich, jetzt kaputt gegangen. Ja, das war dann die Geschichte Europa Universalis 4. Ja. Punktestand 263, Stabilität minus 3, Prestige minus 87, Ideen 15. Tja. Wirtschaftsideen 7, Entdeckerideen auch 7 und das war schon Offensivideen 1. Kann man das an der Seite machen? Nein. Dann gucken wir mal gerade zu. Ja, das fiel zu Orléans. Und das hier halt zu Dauphine. Und damit ist es erledigt. Wir könnten kostenlos, aber wir können nicht mehr, weil wir nicht mehr dabei sind. Ja, okay. Das war die Geschichte Frankreich. Sind wir jetzt untergegangen mit Pauken und Trompeten. Ja, sollte man überlegen, ob man das nochmal spielt. Falls Interesse besteht, würde ich das gerne tun. Wäre schön, wenn ihr in den Kommentaren reinschreibt, mit welchem Land man das machen sollte. Ob man da irgendwie... ja, in Mitteleuropa was machen sollte oder irgendwie in Osteuropa hier mit Polen oder sowas oder die Litauer, ne? Portugal wäre auch interessant, weil die gleich Koloniereichweite haben. Wenn man das macht. Schottland ist auch weg. Ja, dann würde ich aber erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Ja, das nächste Mal wieder mit dabei seid. Müssen wir mal gucken. Ciao.